Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Bahnfinders. Ja, heute geht es darum, wir sollen Honig aus Blutorangen herstellen. Beziehungsweise aus der Kombination Honig und Blutorangen. Oh, hier sind so viele Bienen. Das Problem ist nur, mir fehlt das Gefäß und ich habe keine Ahnung, wo ich das Gefäß herkriegen soll. Warte mal. Ist es das? Nein, es ist eine Bratpfanne. Aber vom Weiten sah das schon so ein bisschen so aus. Mm-mm, auch nicht. Auch nicht. Hm. Wo könnte ich dieses Gefäß herbekommen? Hier auf Klo war es auch nicht. Keine Ahnung. Onkelchen, hast du einen Tipp für mich? Eben bei dem in Anführungsstrichen Rätsel hätte ich einen Tipp kriegen können. Und hier brauche ich einen Tipp und ja, kriege ich nicht. Doof. Etwas blockiert die Wassermühle. Honig in Saft, da finde ich auch gut. Ach so, und wir wollten weiterhin die Bärenschilder zerstören. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass hier vorne, da, hier ist noch ein Platz, an dem man buddeln kann, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja, super. Und da ist ganz genau gar nichts drin. Ah, ärgerlich. Ja, aber nun? Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Nichts im Inneren. Ich könnte natürlich hier auch noch die Kisten zerstören und so, aber auch dort wird nichts drin sein. Na, ach was. Okay, also hier kann ich ein bisschen buddeln. Oh, die hätte ich fast vergessen. Unsere geliebte Entchenangel. Werde ich vergessen, aber übersehen. So rum eher. Nee, hier ist auch nichts. Ich versuche jetzt gerade den Bienen aus dem Weg zu gehen. Oh, natürlich. Klar, da ist ein Hubwagen drin verbuddelt. Habe ich doch gleich gesehen. Nichts im Inneren. Nee, jetzt sag nicht, ich bin hier fest. Nichts, okay. Schade. Aber wie kommen wir denn jetzt hier... ran. Onkel, sag mir doch bitte, wo ich lang muss. Muss ich hier rüber? Ist es das, was du willst? Ist die Sache, ich überlege gerade, kann ich das... Okay. Also geht nur so. Okay, alles klar. Oder was ist der Plan? Wieso kann ich hier oben rauf? Wieso, weshalb, warum? Also ich nehme von hier Anlauf und springe rüber. Und dann bin ich hier auf dem Dach. Und dann gucke ich hier rein und sehe, dass der Kamin so nicht funktionieren kann. Warte mal. Nein, nein, nein. Ich stehe hier noch drauf. Hindernis. Wassermühle freigeschaltet. Okay. Ich glaube nicht, dass das so der Plan war, aber ich habe definitiv die Wassermühle freigeschaltet. Das heißt, wir haben Strom.
mein Gott, doch. Das Gefäß kam von alleine. Was? War da gerade ein Bär? Ich höre hier überall Bären, ne? Schön wäre es, wenn er jetzt auch hier durchs Fenster gucken würde oder so. Onkel, wollen wir bitte gehen? Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl gerade. Aber nur ein bisschen. Das geht noch. Wer noch da? Wer wieder weg? Wer wieder da? Das ist doch der einzige Bär, den wir bisher gesehen haben, ne? So, ich hoffe, die Bären können jetzt dort in Frieden leben. So, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Wir haben einige Dinge leider noch nicht gefunden von den Gegenständen, aber wir haben Sammelobjekte, goldenes Klopapier und den Auftragsgegenstand. Das ist definitiv das Wichtigste. Mal gucken. Onkel Billy, kannst du das mal bitte reintragen? Dankeschön. Dann würde ich gerne einmal den Auftrag abgeben. Da, zack, einpacken und versenden. So. Und dann würde ich gerne ins Bettchen hüpfen. Gute Nacht. Guten Morgen. Eine neue Nachricht. Okay, also ich vermute mal, dass DSC besteht aus drei Maps. Aus drei Aufträgen. Das heißt, wir müssten jetzt eine neue bekommen haben. Einen neuen. Bieterkriege, Goldfisch-Event, ungelesen, Miko, Unicorns, Award. Hey, Kleiner, ich bin der berühmte Lightning Steve Koskin. Von Miko, Unicorns. Aber das weißt du sicher schon. Heute ist dein Glückstag. Du hast die seltene Gelegenheit, einem echten Star wie mir zu helfen. Nach dem Untergang der Miko und Unicorns habe ich meine Reitertrophäe in ihrer Scheune gelassen. Bring sie mir, Junge. Ich will sie mir ansehen, bevor sie im Keller meiner Mutter verschwindet. Alles klar. So, Attacke. Bienengarten. Nee, da sind wir ja schon bei gewesen. Los geht's. Tada! Miko Unicorns. Okay, das heißt, wir sind jetzt auf einer Reiter-Ranch. Und der Tipp, den finde ich sehr aussagekräftig übrigens. Diesen Tipp... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, also diesen Tipp, ohne den wären wir jetzt nicht weitergekommen. Definitiv nicht. In diesem Spiel. Okay. Einhorn im Zimmer. Miko Unicorns Gestüt. Willkommen bei Miko, dem Einhorngestüt. Okay, du machst auch nur ein bisschen Angst. Ich bin das Miko Unicorn Geistertier. Ach, da bist du. Lass mich dein Magic Guide sein. Solange du nicht mein Magic Mike bist. Kann ich. Boah, ich guck mich ja auch mal ein bisschen um, so. Ich mache das Holz noch kleiner, als es eh schon ist. Zack, 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 zack. Zack. So, so und so. Tja. Das ist auch wieder so eine große Karte hier, ne? Also die werden auf jeden Fall größer als wir in dem eigentlichen Spiel. Ich weiß nicht, was ich da gerade gefunden habe. Ich habe es auf jeden Fall in meinem Rucksack. So. Und ich finde es schlimm, dass ich schon wieder die Dinge kaputt mache, um viel zu viele Sachen einzusammeln. Nein, ich sammle es jetzt nicht weiter ein. So, guten Tag. Ich möchte gerne einmal hier... Was machst du denn hier?
Gab's da Magie? Ja, also. Immer die gleiche Frage stellen, ist das eine Taktik, ja? Ah, was ist das denn? Haben wir da nicht irgendwie die Beine gefunden von? Ich glaube ja, ne? Das ist so auffällig, ne? Dass da die Bretter standen, aber das war, glaube ich, einfach nur auffällig. Ja, hier haben wir noch eine... Ach nee, das sieht aus wie eine Kiste auf den ersten Blick. Aber war es nicht. Oh, mit den schicken Blümchen hier überall. So, Zerstörungsmut hier. Alles zerstören erstmal, ob ich es brauche oder nicht. Sache ist, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Aber auf der anderen Seite wüsste ich nicht, warum. Nö. Eigentlich nicht. Mal, ich möchte einmal... Das würde ich schon gerne abmachen, das Gelumpe dort. Genau, so sieht das doch schon gleich viel schöner aus. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich bete mir schon wieder das Geräusch von dem goldenen Klopapier ein. So. Das ist doch mal schön hier. Diesmal habe ich das gesehen. Dort ist ein Alien gewesen tatsächlich. Können wir da... Ja, können wir. Wir können dort in dem Mist graben. Starke Magie hält mich gefangen hier. Wo bist du eigentlich? Finde und befreie meine physische Form und ich bin dein für immer. Will ich das eigentlich? Ich werde jetzt erstmal hier alles zerstören. Wer weiß, was das bewirkt. Oh, und hier haben wir noch einen weiteren Misthaufen, den wir umgraben können. Schönes Geräusch. Warte mal. Zack, so. Und ein Mondschein. Und warum auch immer die Axt da schon wieder schwebt. Okay, ja, alles klar. Das ist nicht Onkel, oder? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ist aber irgendwie schön gewesen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Dort vorne. Guck mal, wir sammeln jetzt mal hier die Banner ein, rundherum. So. Da und da. Zack. So, ne? Oh, der Bruder. Okay. Können wir da überall rein? Also, das frage ich mich gerade tatsächlich. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal dort vorne. Ich denke mal, das ist der Stall. Ganz genau, das wird der Stall sein. Ich wette sogar fast so, so, dass wir nachher durch den Stall dorthin kommen. Also ich glaube, das ist nicht so schön, wenn die Pferde auf so einem Paddock stehen müssten. Ich würde auch gerne mal das Licht anmachen. Zack. Alles voller Bienen und so viele unterschiedliche Farben. Hä? Eieieiei.
Bienchen. Also hier war anscheinend der Waschplatz. Ist das eine Schlange? Nein, das ist ein Bienenstock. Oh mein Gott. Zerstören. Irgendwelche Bienen sind jetzt abgehauen. Schnell, bevor die Bienen aufwachen. Ich weiß es nicht. Nein. Oh. Puh. So. Okay. Ich glaube, es ist das Einfachste, von hier aus zu versuchen. Ob ich nicht irgendwo die Bienchen gebändigt kriege. So. Und hier von der Seite ganz genauso. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, ist hier vielleicht irgendwie eine Geschichte, womit ich die Bienchen gebändigt kriege? Nein. Kein weiterer Bienenstock, den ich zerstören kann. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Bienenstock wir jetzt zerstört haben. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass das weniger Bienen sind. Wenn ich ehrlich bin. Hallo! So. Guck mal, ich wäre hier locker raufgekommen. Also. Ah, hier habe ich schon mal den blauen Bienenstock. Ist der auch wieder weg? Und das sind dann noch die roten Bienen? Ich weiß es nicht. Oder die normalen Bienen? Haben die vielleicht keinen Bienenstock, den ich zerstören kann oder muss? Doch! Sind sie alle weg? Oh, wie schön! Oh ja, sie sind alle weg. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann können wir hier oben rauf, ne? Tap, tap. Ah. So und so rum. Na, was ist da drinnen? Nichts. Ach doch. Ich weiß aber nicht, was das ist. Keine Ahnung. Alles klar. So, hier haben wir soweit alles, glaube ich. Das Heulager hier, glaube ich. Oh, ist das angenehm, ohne diese ganzen Bienen. Das hörte sich gerade auch sehr komisch an. Es hörte sich an, als wenn irgendjemand hier schläft. Aber ich glaube, das tut gerade keiner. Nee, hier kann ich leider nicht graben. Ah, aber hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal... Okay. Dann kann ich ja nur noch so. Oh, hallo Pferdchen. Ich danke dir, mächtiges Reittier. Ich habe kein... Ich nehme mal hier kurz... Ich nehme das mal weg, ne? Und jetzt? Ne. Dein Ernst? Jetzt hat... Anscheinend können wir tatsächlich das Einhorn abschleppen. Finde ich interessant. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich möchte gerne sehen, wie das nachher aussieht. Bin ich schon ein bisschen neugierig drauf. Gut. Den Stall haben wir jetzt. Das heißt, dann kommt als nächstes das Haupthaus dran. Ich kann es immer noch nicht glauben, ne? Und das sieht total merkwürdig aus. Und das Horn ist doch nur aufgesetzt, oder?
Und die Flügel? Ja, weiß ich auch noch nicht so ganz. Keine Ahnung. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall geschafft, das Einhorn zu befreien. The Last Unicorn anscheinend. Ja, und in das Haupthaus gehen wir dann nächste Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.